sondern ich zeige ein kleines bisschen Geschichte. Das war Februar 2011, also noch vor einem Jahr hatten wir die ersten 150 Stationen stehen, haben diese Flecken, diese roten Flecken bereits versorgt. Wir sind bewusst zunächst in die weißen Flecken gegangen aus zwei Gründen. Es gibt die sogenannten Coverage Obligations. Das heißt, wir haben diese 800 MHz Frequenzen ja bekommen mit der Auflage der Bundesregierung, zuallererst die weißen Flecken in den einzelnen Bundesländern zu versorgen. Und erst wenn wir im jeweiligen Bundesland 90% der sogenannten weißen Flecken versorgt haben, dann dürfen wir auch in die Städte rein formal. Wir als Vodafone haben gesagt, das ist gerade unsere Strategie. Denn wir wollen LTE, diesen neuen Mobilfunkstandard, zuallererst dorthin bringen, wo es heute weder Festnetz noch Breitbandinternet gibt. In die Eifel, in die Uckermark, in den Schwarzwald, in den Bayerischen Wald. Wir haben ganz bewusst gesagt, dort haben wir mit Sicherheit unsere besten und treuesten Kunden. Und diese Kunden wissen es auch zuallererst zu schätzen, wenn sie mit der Geschwindigkeit arbeiten können. Und glauben wir, da haben einige Kunden echt Überraschungen erlebt in den letzten 12 Monaten. Das ist die Versorgung, die wir heute haben. Und Sie sehen, auch in Berlin sind wir bereits im Zentrum drin, in Düsseldorf im Zentrum. Aber ansonsten sind das natürlich die weißen Flecken, die jetzt rot oder voll gefärbt sind, mit Übertragungsgeschwindigkeit bis 50 Megabit pro Sekunde. Was da jetzt fehlt und ausgeblendet ist, das ist die 3G-Versorgung, die wir ohnehin schon haben. Also das, was auf der Karte weiß sind, da können Sie davon ausgehen, dort haben wir heute bereits 3G laufen und auch diese Technologie haben wir bereits komplett auf 21,6, 42,3 hochgerüstet. Ja, so wird es aussehen Ende 2012. Also dann kommen wir in Deutschland bereits auf 16 Millionen Haushalte. Und das wird die 3G-Flächendeckung kombiniert mit 2G sein Ende 2012. Und dann können wir mit Fug und Recht sagen, dann haben wir auf mehr als 90% der deutschen Fläche mobiles Breitband. Und mit diesem Gerät hier, das ja alles kann, 2G, 3G, 4G, Edge, GPRS, Wi-Fi, Bluetooth, alles das kann ja dieses Gerät. Dann können wir wirklich sagen, dann haben wir unser Ziel erreicht, Mobile Broadband überall dorthin zu stellen, fast überall dort, wo wir heute 2G-Sprache haben. Ja, in der Tat, die Technik hat ja auch einen sehr guten Job gemacht bei Vodafone. Wir waren die Ersten, die LTE kommerziell überhaupt anbieten konnten, am 1.12.2010. Und Sie sehen hier sehr eindrucksvoll, wie wir das Thema wirklich wöchentlich weiter ausrollen. Und Sie können wirklich wöchentlich aktualisierte Coverage-Karten sich bei uns offen im Internet angucken. Ich werde immer wieder gefragt, wo funktioniert es denn schon? Wir haben das wöchentlich aktualisiert. Und es kommen wirklich jede Woche zig neue Sites dazu und bringen neue Coverage. Die Karte, die hier gezeigt wird, ist keine Marketingkarte. Wir haben hier bereits heute über die ganze Fläche der Bundesrepublik 30% der Fläche LTE versorgt. Heute. Wir werden Ende des Jahres in der Kombination aus 3G und 4G 90% der Fläche versorgt haben in der Bundesrepublik Deutschland. Gehen Sie davon aus, bis dahin werden auch die weißen Flecken in der Eifel und im Münsterland verschwunden sein. LTE ist ein ganz wichtiges Mittel, um zusätzliche Kapazität ins Netz zu bringen. Wir haben im letzten Jahr ja in erheblichem Maße zusätzliche Frequenzen erschlagen. Allein 20 MHz zusätzlich im Bereich 800, über 45 MHz, über 65 MHz im Bereich 2,6, gepaartes und ungepaartes Spektrum. Und das gibt uns die Möglichkeit, die Kapazität in den Zellen zu vervielfachen. Wir bauen im Augenblick keine neuen Zellen auf, sondern wir nutzen unsere verfügbare Technologie, unsere verfügbaren Standorte und bauen Zellen. Zusätzliches LTE drauf, bringen also zusätzliche weitere Kapazität dort rein. Unabhängig davon rüsten wir auch unsere existierenden 2G- und 3G-Netze kontinuierlich weiter aus. Der wichtigste Lerneffekt in 20 Jahren Mobilfunk ist, ein Mobilfunknetz wird niemals fertig. Man muss es immer weiterentwickeln, immer optimieren. Optimierung, Weiterentwicklung heißt auch bei 3G zum Beispiel jetzt den von uns ersteigerten dritten Träger in Einsatz zu bringen, den die Deutsche Telekom zum Beispiel nicht hat. Die hat nur zwei Träger bei 3G. Und darüber hinaus jetzt mit LTE einen echten Quantensprung zu machen, um diese Kapazität zusätzlich ins Netz reinzustellen. Aber Sie werden eine zunehmende Überlappung zwischen den beiden Technologien sehen. Ich glaube, in 5 Jahren ist das Thema obsolet, ob Sie einen Festnetzanschluss haben oder einen Mobilfunkanschluss. Ich glaube, bin fest davon überzeugt, das, was wir hier sehen, ist in 5 Jahren eine Gigabit-Technologie über die Luft. Und das wird sehr stark auch in den Festnetzbereich hineinwirken. Schauen Sie sich bitte die Entwicklung an bei 3G. Wir haben den Launch 3G im November 2004 gemacht. Da
Damals konnten die Geräte 384 Kilobit pro Sekunde. Heute können die Geräte in der Spitze 43 Megabit. Das heißt, wir haben in 7 Jahren bei 3G eine Steigerung um den Faktor 100 gesehen. Jetzt bin ich nicht so optimistisch, dass wir bei LTE in 7 Jahren ab heute auch den Faktor 100 sehen werden, aber mit Sicherheit einen Faktor 10. Und das wäre dann auf das, was wir heute gezeigt haben, zwischen 500 Megabit und 1 Gigabit. Und das ist absolut realistisch bei den Roadmaps. Und ich glaube, da sind die Kollegen von Qualcomm mit uns gemeinsam absolut ambitioniert. Das stellen wir hin. Und die HTC-Kollegen werden es dann sicher auch in die Geräte einbauen. Das wird kommen. Ich glaube an diese Story Mobilität. Die GSM, der Erfolg von GSM, ist ein europäischer Standort in den letzten 20 Jahren, weltweit. Es gibt ja de facto heute kein Land auf der Welt mehr, wo sie nicht mit 2G telefonieren, kommunizieren können unter dem sogenannten GSM-Standort. In vielen Ländern inzwischen auch mit 3G. Der entscheidende Erfolg war, wir haben den Kunden aus seiner Telefonzelle herausgeholt, allein der Begriff Zelle ist ja faszinierend, und haben ihm ein Gerät in die Hand gegeben, mit dem er überall telefonieren kann. Und das, was Sie heute gerade sehen, ist jetzt wirklich der Durchbruch für ein Gerät, mit dem Sie überall im Internet surfen können, kommunizieren können, Ihre sozialen Netzwerke pflegen können. Ich habe eine Zeit lang auch im Festnetzgeschäft gearbeitet. Ich war von 2002 bis 2004 CTO für Marco. Und ich habe dort im Festnetz damals gelernt, die Killer-Applikation ist Speed, Geschwindigkeit. Wir haben inzwischen 100.000 Kunden, die unsere bisherigen LTE-Produkte nutzen. Und wir sind in einigen Städten und Gemeinden so erfolgreich, dass wir inzwischen eine ganze Reihe von Basisstationen haben, wo mehr als 300 Kunden bereits dieses Produkt benutzen und die Hälfte davon auch tatsächlich in der Busy Hour, das ist typischerweise in dem Bereich zwischen 20 und 22 Uhr aktiv ist. Und ich kann Ihnen aus Erfahrung sagen, das messen wir sehr genau, denn wir wollen ja nicht nur in der Theorie Dinge vorausplanen, wir wollen in der Praxis sehen, wie das funktioniert. Funktioniert ausgezeichnet. Also auch dort sehen Sie noch Geschwindigkeiten um die 10 Megabit pro Sekunde. Also 5 bis 10 Megabit pro Sekunde in einer Zelle mit 300 Kunden. Und das Schöne bei Vodafone ist, wir konnten inzwischen diese praktische Erfahrung sammeln, auch dank unserer Partner, auch dank der Chipsets von Qualcomm, die wir ja in Routern, in Dongles bereits verbaut haben. Und ich habe das selbst erlebt, wenn Sie in eine solche Gemeinde reinkommen, Sie treffen auf den Bürgermeister, das ist absolut happy, dass wir da sind, und Sie treffen auf Gewerbetreibende, die dann hinterher gar nicht mehr wissen, wie sie bisher eigentlich ihr Geschäft gemacht haben an der Stelle. Also wir sind da sehr optimistisch und die Frage zu der Bandbreitenbegrenzung, wir haben in der Tat in 3G jetzt über den Zeitraum auch eine gewisse Bandbreitenbegrenzung eingeführt. Wir nennen das Fair Flat. Und zwar deshalb, weil wir festgestellt haben, wenn wir das nicht machen, dann finden eine Reihe von Kunden auch Wege. Und bei 3G haben wir Kunden erlebt ohne Bandbreitenbegrenzung, die haben 400 Gigabyte im Monat heruntergeladen an Daten. Das sind auch dann keine normalen Consumer-Anwendungen mehr. Das sind häufig dann Raubkopien auf mehreren Servern über Nacht. Und da heute schon, sowohl bei 3G als auch bei LTE, die Upload-Geschwindigkeit deutlich bei DSL, gibt es natürlich auch echten Bedarf daran. Ich glaube, das ist eine Frage der Fairness. Denn am Ende wollen wir auch allen unseren Kunden stabile Preise und wettbewerbsfähige Preise geben, dass wir in dem Fall diesen Kunden sagen, Achtung, du kannst das haben, aber dann musst du etwas mehr bezahlen. Beziehungsweise beim Erreichen einer bestimmten Schwelle drosseln wir die Geschwindigkeit für diesen Kunden. Und das ist auch eine Frage der Netzneutralität und der Fairness in einem Markt. Und im Übrigen, Sie wissen auch so gut wie ich, das machen die DSL-Anbieter de facto auch alle. Ja, also wir reden dort über Fair Flats. Die echte Flatrate, da müssen Sie halt etwas mehr bezahlen. Sie kriegen mit der LTE-Option nicht nur mehr Geschwindigkeit, sondern auch mehr Datenvolumen für die maximal nutzbare Bandbreite, also maximal nutzbare Geschwindigkeit. Danach wird Ihnen das LTE-Netz, wenn Sie in diese Speedbremse hineinlaufen, das LTE-Netz nicht gesperrt, Sie bleiben drin, werden aber dort letztendlich erst einmal nur gedrosselt, bis zum Ende, ich will es nochmal sagen, bis zum Ende des Rechnungszykluses. Und je nachdem, wie nah Sie am Ende dran liegen, kriegen Sie jedenfalls 2 Tage später schon wieder die volle Bandbreite.